er ist ein Uhrenenthusiast. Ja? Und wir brauchen Leute, die die Uhren für uns beanspruchen, weil wir einfach Toolwatches machen, Uhren, die was aushalten. Und von dem Sinne ist die Partnerschaft eigentlich perfekt. Drummers Job ist Timekeeper zu sein, die Zeit einzuteilen, nicht schneller, nicht langsamer zu werden. Ich mag kein Bling-Bling, deswegen ist Fortis für mich einfach auch ein gutes Pairing, genau. Weil es einfach so ein bisschen diese No-Bullshit-Mentalität, das finde ich sehr ansprechend. Ihr steht beide für ein extrem präzises Handwerk. Ihr habt ein extrem gutes Timing. Ihr liebt Uhren und ihr liebt das Schlagzeug. Es war quasi höchste Zeit, euch zusammenzuführen. Bernie Greb trifft die Fortis in Person von Jupp. Hallo ihr zwei. Freut mich. Servus. Bernie, vielen Dank, dass wir ein Teil deines unfassbar inspirierenden Drumcamps hier im französischen Limoux sein dürfen. Sehr gerne. Waren wirklich schöne Tage für alle, die dich nicht kennen. Du bist Champions League in dem, was du tust, aber könntest du einmal kurz den Leuten erklären, wer du bist? Ich bin Bernie Greb, ich bin Schlagzeuger, Musiker, ich schreibe auch, bin aber auch Educator, also ich versuche Drummern zu helfen, aufs nächste Level zu kommen und habe in dem Zusammenhang auch ein Buch geschrieben und so Lehrwerke gehabt, aber bin eigentlich hauptsächlich eben Trommler. Ich habe in dem Zuge von Trommler sein, habe ich mit Firmen auch zusammengearbeitet, ein paar Instrumente mitentwickelt, irgendwie ein paar Ideen gehabt, wie es anders klingen sollte, anders gebaut werden soll. Das, also dieses Doppelleben zwischen, ich bin Musiker, Schlagzeuger, habe auch meine eigene Band und bin Bandleader von meiner eigenen Band. Ich bin aber auch käuflich, also wenn jemand studiomäßig oder so, mache ich immer mal wieder Studiojobs. Habe mit Mark Forster gearbeitet, Thomas D. und so. Aber ich mache tatsächlich hauptsächlich eher mein kauziges Zeug. Also das ist wirklich so das, worauf ich mich konzentriere. Und den anderen Teil meines Lebens bin ich Daddy. Jupp, ehrlich gesagt ist das hier nicht eure erste Begegnung. Nee, nicht wirklich. Es war ganz lustig, weil ich ja immer so, als du als Marke suchst, du natürlich immer Leute, sagen wir mal Partner, mit denen du zusammen irgendwie die Marke nach außen präsentieren kannst. Und für mich als Schlagzeuger war das schon auch immer so ein, war immer der im Hinterkopf so, wow, so mit dem Schlagzeuger könnte man eigentlich schon mal was machen, das wird mir halt auch Spaß machen. Und irgendwann habe ich ihn zufällig wieder auf Instagram gesehen und habe mir gedacht, oh, der Benny ist aber berühmt geworden und erfolgreich. Und wir haben uns ja eben schon mal getroffen und das war, du hast gestern gesagt, 2002. Ich denke, es muss 2002 gewesen sein. Also ja. Ich glaube, du kannst dich nicht mehr erinnern, aber ich konnte mich noch erinnern. Da war es in Markt Oberdorf auch ein Drumcamp, so wie du es jetzt hier veranstaltest, waren wir aber beide als Schüler sozusagen dabei. Ja. Und da haben wir uns mal kennengelernt und ich weiß, dass wir mal einen sehr lustigen Abend zusammen hatten. Da sind wir so draußen auf der Bierbank gesessen und haben sehr herzlich gelacht. Und das ist mir immer, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wie war damals das Skillset bei euch beiden? Also noch vergleichbar? Also nein, im Vergleich zu heute, oder? Nicht. Das kann ich nicht. Aber wenn ihr schon meilenweit voraus. Ich weiß das noch, da gab es am letzten Abend, gab es dann die von, weil da waren ja mehrere berühmte Schlagzeuger. Also ein Teilnehmerkonzert dann auch, oder? Nee, es war so ein. Ja genau. Ja, die Schlagzeuger selber, also die Dozenten da, ne? Die Dozenten sozusagen, die ja alles berühmte Schlagzeuger, da war Wolfgang Hafner, Steve Smith. Ja. Die anderen Namen weiß ich jetzt nicht Jeff mehr, die waren Hamilton, da. Und die haben dann ein Abschlusskonzert gegeben für uns Teilnehmer. Und dann hat es geheißen, dass eben auch Teilnehmer, wenn sie wollen, eine kleine Performance hinlegen können. So, und Benny, weiß ich noch, war der Einzige, der einfach gesagt hat, hier ich. Und ist dann hochgegangen und hat dann abgetrommelt, wo einfach jeder unten gesessen ist und gesagt, okay, aus dem Jungen wird mal was. So, ich werde das nie vergessen. Das war großartig. Wow. Also Jupp hat da eine bessere tatsächlich Erinnerungsvermögen als ich. Ich habe das auch nur einmal so ein Drumcamp gemacht, deswegen muss ich mich nicht so oft erinnern. Ja. Ja, aber das war für mich ein tolles, also ich hatte damals auf jeden Fall professionelle Ambitionen und das war wirklich die Möglichkeit, mit so den A-Game-Typen der Industrie eigentlich so zusammenzukommen und war sehr spannend, das hat mir auch viel gebracht. Das ist definitiv auch mit eine Inspiration gewesen für das Format, wo ihr mich jetzt hier besucht habt. Ne? Also wir sind ja hier in dem Unterrichtsraum von meinem Drumcamp hier in Frankreich und ich habe eine Zeit lang alles in New York gehabt und eben in Deutschland ist so die Homebase. Und es kommen wirklich Leute von aller Welt hierher. Wir hatten beim letzten Camp
25 Leute aus 12 verschiedenen Ländern. Und das ist einfach auch für mich einfach eine tolle Sache, das so konzentriert den Leuten wieder darauf einzuschwören und dann aber auch zu sehen, wie eben abends auch dieses Zusammenleben, wie dann abends die Leute zusammensitzen und sich austauschen. Und ja, und der Samen wurde da eigentlich da auch damals gesetzt, ne, auf diese Form des eigentlich zusammen lernen und sich inspirieren lassen. Das war schon auch, ja, maßgeblich beteiligt. Inspiration ist schon eine wichtige Sache beim Schlagzeugspielen, also wenn du dich selber entwickelst als Schlagzeug, dass man sich inspirieren lässt und zuhört, was machen denn andere so. Und manchmal sind es halt nur so kleine Licks oder Moves, die du dann irgendwo mal in dein Standardrepertoire mit aufnimmst. Ja. Inspiration ist ja bei der Fortis auch sehr wichtig, also wenn es jetzt um neue Modelle geht, der ganze Designprozess. Wie wichtig ist solche Inspiration so im Berufsalltag? Und wie, also kann man das auch irgendwie zusammenbringen, also das Schlagzeugspielen als auch das Uhrendesign? Da bin ich jetzt der Falsche, oder? Also für mich selber schon, also ich habe es dir schon mal erzählt, dass das ganze Schlagzeugspiel oder so, wie ich unterrichtet wurde. Ich war ja 6 Jahre am Drummers Focus in München und mein Lehrer war, das war einfach super mit dem. So, der hat mich wirklich inspiriert, der hat mir damals bist du ja so mit 18, 19, da bist du natürlich auch noch in der Entwicklungsphase und versuchst dich selber zu finden. Ja. Da war der maßgeblich beteiligt an meiner Persönlichkeit, die ich da entwickelt habe. So. Auch wahrscheinlich weg vom Schlagzeug, ne? Also einfach weg so. Weg vom Schlagzeug. Ja. Es gab teilweise Unterrichtsstunden, wo wir nur geredet haben. Und nicht gespielt. Und ich sage immer, das waren die effektivsten, weil da hast du dich, deine eigene Persönlichkeit aufgebaut und eine Technik entwickelt, auch mit dem Leben klarzukommen oder generell deinen Alltag zu organisieren. Und da hat er einem echt viel mit auf den Weg gegeben und das hat mich geprägt. Und ich mache das heute noch. Also ich zehre heute noch davon, was ich damals auf dem Fokus gelernt habe. Ja, für mich ist es noch nerdiger vielleicht sogar, also ich merke, dass ich viele Sachen erst am Instrument lerne und verstehe oder verstanden habe. Und habe es dann später eigentlich in meinem Umfeld gesehen. Also Sachen, die mir in der Musik klar wurden eigentlich. Also zum Beispiel, dass wenn ich nicht zuhöre und nicht auf Input sensibel genug bin, kann ich eigentlich auch nicht gut in der Musik teilnehmen. So. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ey, das ist ja bei Gesprächen genauso. oder Zusammenhänge der Produktentwicklung. So. Ich habe mich dann mit Schlagzeug sehr ausgekannt und habe dann gemerkt, ey, das ist bei Autos genauso oder das ist in der Politik genauso. Oder, also für mich war das Schlagzeug schon immer ein wahnsinnig guter Lehrmeister. Und dann habe ich eigentlich dieselben Prinzipien und Grundsätze eigentlich überall entdecken können. Und weil du wegen Inspiration gefragt hast, also wahrscheinlich ist es auch ähnlich wie beim Uhrenmachen. Es gibt einmal diese Insight, diese Ideen, ach, wie wäre es denn? Ich würde gern und so. Und dann gibt es natürlich auch das Umfeld, wo man sich denkt, Mensch, das ist auch interessant, was die anderen so machen. Ne? Und dann stellt sich wahrscheinlich bei euch und als Künstler natürlich auch raus, okay, aber ich darf jetzt natürlich jetzt nicht blind irgendwie den anderen folgen, sondern es geht ja wohl auch darum, ich muss wissen, wer ich bin. Will natürlich levelmäßig mindestens mithalten, vielleicht auch mal was Besseres machen irgendwie als die anderen. Und da muss ich mir quasi erlauben zu sagen, hey, was ist so um mich rum? Also es darf in keinem Vakuum passieren. Auf der anderen Seite muss ich auf mich hören und dann hoffentlich das Bestmögliche erzielen. Du hast ja mit deiner ersten Platte Grapefruit, hast du ja quasi dein Schlagzeugspiel mit A Cappella-Musik kombiniert. Also wenn wir über Inspiration sprechen, you vielleicht auch so ein bisschen research. So ein bisschen auch Konventionen brechen. Ich meine, das ist ja auch eigentlich das, was die Fortis für sich beansprucht, oder? Hierzu habe ich auch noch eine Frage an dich. Wie ist es denn, wenn ihr sagt, wir wollen was anderes machen? Als Künstler ist es auf der einen Seite immer spannend und auch gut, und auf der anderen hat man auch schon ein bisschen Schiss in der Hose. Wie gehst du damit um, zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal und ist mir auch egal, wenn die Zweifel hochkommen, kommen Zweifel bei dir hoch? Wie arbeitest du dann damit? Also ist Zweifel hundertprozentig, aber die musst du ausblenden.
wenn du an das glaubst, was du da tust, dann blende das einfach aus. Weil ich glaube, es ist vollkommen normal, dass wenn du was Neues machst, erstmal zweifelst. Ja. Ja, also das, ich glaube, sonst wärst du... Das ist eben kein sicherer Weg. Sonst wärst du arrogant, wenn du so denken würdest. Ja. Einfach nur anders machen als die anderen, tun wir ja nicht. Das ist nicht unser, weißt du? Ja, aber so, anders einfach nur wäre ja auch vielleicht schlechter. Das wäre schlechter und ich meine, ich bin hier um angetreten, weil ich es einfach anders machen will als die anderen. Weißt du, da kommt irgendwelches freakiges Zeug raus, das haben wir beim Schlagzeugspielen auch. Die machen halt irgendwelche Sachen, eher Hauptsache niemand anders kann es spielen, aber es klingt halt einfach scheiße, Entschuldigung. Es gefällt nicht. So, genau, es tut nicht. Am Schluss sind wir ja auch Enthusiasten und wir haben, glaube ich, auch Geschmack und wenn es uns gefällt, dann wissen wir auch oder reden uns zumindest ein, dann wird es schon nicht so schlecht sein. Mhm. Ja, aber ich würde jetzt niemals einfach nur kopieren. Ja, ja. Gibt es ja im Schlagzeug auch, weiß ich noch so von früher, dass es halt Leute gibt, die kleiden sich dann wie ihre Idole und bauen das Set auf wie ihre Idole und haben die gleiche Farbe beim Schlagzeug und so weiter und so fort. Das wollen wir ja gar nicht. Also das mache ich nicht. Aber es gibt schon Feinheiten, wo du sagst, geil. Das kann ich für mich übernehmen, aber ich bastel was Neues, ich kreiere etwas Neues. Ich finde das bei euch beiden spannend, also bei der Fortis als auch bei dir, dass ihr natürlich auch ganz viele Einflüsse auch zulasst. Also bei der Fortis brauchen wir nicht darüber sprechen, ihr wart im Weltraum, ihr wart im Wasser, ihr seid jetzt hier bei einem wirklich tollen Camp. Und du hast ja auch deine Lehre, sage ich jetzt mal, also du unterrichtest, du hast da eine riesige Produktpalette mit Videos und Büchern, dann bist du aber auch Live-Musiker. Mit verschiedenen Bands. Da stellt sich bei mir eher die Frage, woher ziehst du am Ende A, die Inspiration, darüber haben wir gesprochen, aber vor allem auch die Energie, um all das auch umzusetzen? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch, wie ich das mache. Ich liebe meinen Job. Also bevor ich Schlagzeug gespielt habe, habe ich Trompete gespielt, Klavier gespielt und so. Und es war auch toll. Das fand ich toll. Aber Schlagzeug war immer irgendwie das allerbeste und sexyste Instrument für mich. Und für mich war es eben nicht, hat sich nicht so wie Arbeit angefühlt, wenn man sagt, ich verbringe jetzt irgendwie 4 Stunden im Proberaum und tüftel da was aus, wo andere sagen, was ist das für ein Scheiß. Genauso ist es bei mir so, ich wurde einmal, und da habe ich das erste Mal ganz klar so einen Vergleich gehabt über so Leidenschaft. Wurde ich abgeholt zum Flughafen, völlig übernächtigt und ich dachte mir, oh Gott, ich weiß gar nicht, woher ich kam. Auf jeden Fall war der Deal, okay, ich mache dieses Festival, wenn ich da irgendwie um 4 Uhr morgens irgendwie ankomme, dann fährt der mich, dann habe ich schon gerechnet, dann kann ich im Auto noch 2 Stunden schlafen und dann komme ich da irgendwie hin und so. Und hat mich jemand abgeholt, der war so enthusiastisch. Und der meinte so, ja, und wie geht's denn? Und ich so, ja, gut, aber ich will schlafen. Und so, naja, also ist es echt ein schöner Tag. Ich so, ja. Und irgendwann habe ich gemeint, oh, okay. Und dann hat er mir erzählt, dass er irgendwie so ein englisches Auto hätte. Es hat eine andere Schraubendurchmesserzeug, andere Gewinde und so. Und ich interessiere mich dafür wirklich null. Also ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Und dann meinte er, also heute, ich freue mich schon, also wenn ich sie gefahren habe, dann fahre ich noch jemand anders von dem Festival und dann gehe ich nach Hause, weil dieses eine Teil kam an, was ich mir in dem Forum bestelle und dann und im Schlamm dann unter das Auto, dann schraube ich das rein und vielleicht funktioniert er. Und er hat so lange drüber gesprochen, dass ich dann am Schluss so, ja echt, und funktioniert es dann? Und er so, ja, und ich so, oh, das ist unglaublich. Und dann am Schluss war ich völlig irgendwie, dann so, ja, ich schreibe es mir eine Mail, schickst mir ein Foto, wenn es, also das war so ansteckend, obwohl es mich null eigentlich am Anfang interessiert hat. Und da habe ich gemerkt, wow, also erstens, Enthusiasmus ist ansteckend. Zweitens, ich würde niemals mich abends nach getaner Arbeit im Regen, im Schlamm an so einem Auto rumschrauben. Das wäre für mich die Höchststrafe. Und der hat mich dann danach ausgedacht, dass er meinte, ja, was machen Sie denn so? Und dann meinte ich, naja, also ich spiele, da müssen Sie doch viel üben, ja. Dann meinte ich, ja, wenn es halt so schönes Wetter ist, dann sitze ich auch mal im Proberaum und spiele. Und dann meinte er, wie jemand irgendwie bei gutem Wetter dann in den Keller geht und guckt Doppelschläge und Einzelschläge und guckt, dass die alle in Time sind und so. Aber ich bin da einfach Fan davon. In Wahrheit sind wir alle gleich. Ja, und das, genau, jeder hat halt ein bisschen andere Sachen. Und genauso war diese Erfahrung für mich, als ich bei euch war und das mal angucken durfte, weil ich habe früher immer diese Modellbauflieger und so und das und dann bleibt was kleben am Daumen und ich bin dann schon immer ausgerissen. Und da habt ihr eben die Typen, die Schrauben einsetzen und Dings mit genau derselben Hingabe, also eine riesige Präzision. Und
wo man merkt, ah, okay, es geht eigentlich doch, also wenn man einen exzellenten Status erreichen will, geht es um dieselben Sachen, man braucht Leute, die dafür brennen. Und wo es genau herkommt, um jetzt mal endlich die Frage zu beantworten, ich weiß es gar nicht, es ist einfach so. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das erste Mal toll fand, aber ich fand Schlagzeug schon immer toll. Und ich, ist auch kein Ende in Sicht einfach. Aber man hat es ja auch gemerkt, ich meine, ich durfte jetzt hier zuhören, 2 Tage da als stiller Beobachter. Also diesen Enthusiasmus, man spürt es einfach. Man merkt einfach, du hast da Bock drauf. Das ist keine Arbeit, sondern das ist dein Ding. Ja, und also diese Spielen halt sowieso, aber gerade bei diesem Camp jetzt, es ist jedes Mal wieder, also als Educator ist es für mich halt so, ich mache mein Ding und bla bla bla. Und dann sieht man in den Augen der Leute teilweise so die blinken, so die Glühbirne. Man hört seine neue Uhr überreicht, diese strahlenden Augen ist eigentlich die beste Belohnung, die du kriegen kannst für das, was du machst. Ich finde es auch, also es geht eigentlich um Emotionen doch immer. Ja, natürlich. Ne? Also eigentlich, also klar ist das ein präzises Werkzeug und so, aber eigentlich, wenn man es trägt und dann denkt, und hat so ein wohliges Gefühl im Bauch, das, darum geht es irgendwie. Und so ist es natürlich bei der Musik genauso. Am Ende speist man ja auch sehr viel Energie aus seinem Umfeld, also die Menschen, die einen begleiten. Wie ist das bei dir, der einerseits die Live-Erfahrung kennt, also auch irgendwo diesen Rauschzustand, aber dann eben auch diese sehr intime Stimmung hier. Was holt dich dann am Ende mehr ab? Ich brauche beides. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang mich mehr aufs Spielen konzentriert, aufs Recording konzentriert, aufs Schreiben konzentriert. Ich hatte eben dann auch mal ein Jahr, wo ich mich wirklich mehr auf dieses Buch geschrieben so. Und ich finde das alles toll und habe dann aber gemerkt, ich brauche das wirklich, ich muss eine Balance herstellen zwischen diesen Dingern. For better or worse, ne? Also man könnte bestimmt sagen, wenn ich mich auf eine Sache noch mehr konzentrieren würde, würde da vielleicht noch mehr. Aber ich mag es, dieses Unterrichten, dieses Weitergeben. Ich habe enorm profitiert von gutem Unterricht und von Leuten, die bereit waren zu teilen, ihre Geheimnisse weiterzugeben und diesen Kreis zu schließen, also auch selber den Leuten was beizubringen. Aber wenn ich das nur mache oder zu viel mache, denke ich auch, ey, ich muss mal wieder auf Tour, ich muss mal Songs schreiben oder ich muss mal mit einer Band spielen. Ja, immer nur das Gleiche ist langweilig. Also ich glaube auch, dass sich das eine von dem anderen extrem zehrt. Also ich glaube nicht, dass die Leute hier von der ganzen Welt herkommen würden, wenn ich nur ein Lehrer wäre zum Beispiel. Also ich glaube schon auch, dass, weil ich halt irgendwie im Februar mit der Buddy Rich Big Band gespielt habe, da hat mich dann jemand gesehen und sagt so, ja, der macht auch Camps und so. Also ich glaube, dass sich das so ein bisschen auch beflügelt und mir auch immer wieder auch die nötige, obwohl ich mich da gar nicht so anstrengen muss, aber die nötige Bescheidenheit gibt, zu merken, wenn ich dieses Buddy Rich Zeug spiele, da muss ich mal wieder üben, ne? Muss ich mich mal wieder hinsetzen und einfach arbeiten, um das zu dem Level zu bringen, wo ich es mir vorstelle. Und deswegen, obwohl es vielleicht in anderen Bereichen auf einem anderen Level ist, muss ich mich nicht anstrengen, Empathie zu haben für jemanden, dem ich was zeige und der irgendwie, es funktioniert halt noch nicht, weil wir uns alle, wenn wir was Neues, hoffentlich was es wert ist, Zeit zu investieren, was Neues anfangen, erstmal wie Vollidioten fühlen. Und der aber da reingeht und sagt, das ist es wert. Also die Frage ist doch nicht, ist es schwer, sondern die Frage ist es das wert? Und wenn es das wert ist, durch dieses Gefühl durchzugehen, dann ist auf der anderen Seite warten gute Sachen. Und jeder, der sich auf diese Reise macht, den respektiere ich sehr und fühle mich mit dem seelisch sehr verbunden. Insofern. Du hast uns ja alle an einem Abend durch die Wände gespielt. Das war sehr beeindruckend. Vielen Dank. Ich als Laie stand von außen da und dachte mir, okay, das ist jetzt einfach so aus dieser Energie heraus von dir total improvisiert. Der Moment, wo du dann vom Hocker runter bist, du hast dich einfach auf die Knie gesetzt und hast. Ich gehe für mein Publikum auf die Knie. Aber Improvisation, wie groß ist das Thema bei euch beiden in euren Berufsfeldern? Sag mal, wenn wir nur über die Uhren reden, über Design, Produktentwicklung, da ist natürlich jetzt keine Improvisation, das ist klar. Das ist alles von langer Hand geplant. Ich meine, so eine Entwicklungszeit von so einer Uhr kann bis zu 4 Jahre dauern. Da kannst du jetzt nicht improvisieren am Schluss. Also das wäre dann schade. Wahrscheinlich beim Design und der Ideenfindung vielleicht. Ja, da musst du flexibel sein. Da gibt es natürlich viel hin und her und natürlich die Geschmäcker abwägen, weil wir ja, wie gesagt, die Philosophie haben, dass die Uhr wird es nur dann geben, wenn wir alle einverstanden sind.
So, also das ist nicht von mir so ungefähr, so machen wir es, sondern da ist ein Team, das entscheidet, und wenn wir nicht einig sind, machen wir es nicht. Ihr seid eine richtige Band. Ja, im Prinzip schon. Ich meine, ich spiele ja seit über 30 Jahren in der Band. Ja. Ich bin ja so groß geworden, weißt du, von klein auf, und dann hast du das halt in dir. Und ich kann im Team besser als alleine. Ich bin kein Allein-Performer. Aber im Thema Firmenführung und Firmenleiten und musst du schon flexibel sein. Also wenn du jetzt gerade die letzten 3 Jahre anschaust, so mit Corona und jetzt die Dinge, das ist, du musst halt, da kannst du nicht irgendwie genau so und so machen. Da musst du schon gucken, was ist nächste Woche. Ja, die gerade Linie gibt es halt nicht. Ne? Nee, die gibt es nicht. Denkt man immer so. Bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Von dem Sinn, wenn er die Fähigkeit hat, hier zu improvisieren, ist das dann schon beeindruckend. Also Improvisation ist, glaube ich, sowohl wie im Leben als auch am Schlagzeug oder im Instrument ist das schon sehr wichtig, und das macht auch total Spaß. Und das ist dann dieser Bereich, wo man sagt, man kann zwar nicht fürs Ungewisse planen, aber man kann sich fürs Ungewisse vorbereiten. Und das ist dann eigentlich die Aufgabe derjenigen, der improvisiert, zu sagen, bin ich denn für Eventualitäten so ein bisschen vorbereitet? Also wenn sich das Tempo ändert, wenn ich was leise spielen will statt was Lautes. Also in der Musik geht es eigentlich um ziemlich einfache Parameter, wenn man es mal von der Distanz betrachtet, laut und leise, schnell und langsam. Wie sehr habe ich die Kontrolle darüber, wie sehr kann ich umschalten, wie sehr kann ich, wenn ich es fühle, es sollte jetzt so sein, dann auch so machen. Das ist wie wenn man das richtige Wort sucht, was man jetzt sagen möchte und es vielleicht nicht findet und dann sich vielleicht seinen Wortschatz erweitern muss. Mhm. Oder wenn man seine, wie es bei mir war, als ich meine Traumfrau irgendwie gefunden habe, gemerkt habe, oh, ich kann jetzt gerade gar nichts sagen, dann war das kein technisches Problem, sondern eher so ein bisschen hier. Sollte auch gehen, ja. Ja, und so ist es beim Spielen dann auch. Dann ist es vielleicht mal technisch okay, aber ich kann jetzt gerade nichts sagen, weil ich kann es überhaupt nicht verarbeiten gerade, mein Computer ist gerade nicht. Und das sind Sachen, die trainiere ich irgendwie und gucke, dass ich das hoffentlich dann irgendwie so gut wie möglich beisammen habe. Dann gibt es trotzdem gute und schlechte Tage. Ne? Mhm. Aber desto mehr ich da vorbereitet bin und desto mehr ich eigentlich nicht genau plan und desto mehr ich nicht genaue Erwartungen habe, sondern einfach auch gucke, was passiert und mich davon so ein bisschen leiten lasse, desto mehr kann ich mich dann da eben auch bewegen und gute Lösungen finden in dem Moment. Und das ist eine Form der Musik, die sogar immer noch unterschätzt ist, finde ich, weil sie einfach, also was gestern Abend bei dieser Performance, und es wird nie wieder so eine Performance geben und es gab auch noch nie die, sondern es war halt in dem Moment mit den Leuten und dann schreien die dann mal, dann feuert das mich ein bisschen mehr an, dann mache ich das ein bisschen mehr. Also, das ist richtig so. Froh sein, wir wissen ja nicht, dass er improvisiert hat. Das kommt ja immer dazu. Ne? Ja, wobei man schon... Ich finde einfach toll. So. Ja? Vielleicht hat er das geplant oder auch nicht. Ja, wobei, ich hätte das so gut nicht planen können. Also das war schon so, dass man denkt, ah, jetzt schreien die, ja, dann mache ich sowas noch ein bisschen mehr. Aber das macht schon einen guten Künstler aus, dass er merkt, das Publikum, wie reagiert es, muss ich abkürzen, verlängern etc., weißt du so, und dann was dranhängen. Und ich denke mal, sorry. Ja, na, ist gut. Ja, ich denke mal, dass diese Interaktion bei euch wahrscheinlich auf einer Zeitachse einfach ein bisschen länger ist. Ne? Ja. Also in Musik ist einfach Realtime mit Live-Audience. Ihr produziert eben eure Uhr und guckt dann, was da kommt. Und lasst das wieder einfließen. Also, wir haben zwar grundsätzlich die Devise, dass wir uns nicht, dass wir das machen, was wir wollen. Ja? Dass wir eben nicht das tun, was der Markt verlangt, so jetzt macht Pink ist gerade Trend und jetzt machen wir das. Das muss schon zu uns passen. Also ich spiele jetzt auf Deutschland keine Musik, die mir nicht gefällt. Ja. Aber natürlich sind wir extrem verbunden mit unserer Community und hören zu. Und wir sagen langfristig, ja, auf jeden Fall. Natürlich hat es einen Einfluss, wenn du von Event zu Event gehst und mit den Leuten Gespräche führst und du merkst, okay, das gefällt denen und ja, das passt zu uns und ja, da haben wir eigentlich auch Bock drauf. Ja, warum soll ich das dann nicht machen? Aber ja, du hast 5 Minuten, ich habe 5 Jahre. Aber am Ende ist ja die große Kunst, dass man seine Philosophie auch vermittelt. Und bei euch ist das Marketing und das gute Storytelling. Ja. Bei dir ist es wirklich eine Gabe, muss ich sagen. Also du hast eine schöne Ausstrahlung, wenn du vor deiner Schülerschaft, sage ich jetzt mal, stehst. Danke. Wie ist es denn für dich? Also hast du da einen klaren Fahrplan? Hast du da auch nochmal eine ganz eigene Inspirationsquelle, wie du dein Handwerk am Ende den Leuten wirklich näher bringst?
Absolut, ja. Also danke für dieses Gabenkompliment. Ich muss es aber so ein bisschen umleiten, weil ich daran nicht so ganz glaube. Ich weiß einfach, wie scheiße ich am Anfang war und wie hart der Weg einfach dahin ist, das irgendwie für mich annähernd so hinzubekommen. Deswegen bin ich vorsichtig zu denken, dass ich da irgendwie besonders begabt war. Aber ich mag das so ein bisschen, ich bin ein riesen Frank Sinatra-Fan zum Beispiel, dass die Jungs, die haben teilweise Sachen gemacht, die handwerklich relativ schwierig sind, aber immer auf so eine Art, dass es total easy aussieht. Mhm. Und das ist eine Art von Gracefulness, die ich einfach total zu schätzen weiß, dass wenn das Publikum oder der Kunde oder wie man es auch immer nennen möchte, der Empfänger der Sache, einfach diesen Schweiß und Tränen einfach nicht mitkriegt, sondern einfach nur sich das genießen kann. So. Und das so. Ist ja einfach. Ja, und das finde ich eine sehr, sehr noble Art, seinen Job auszuüben, dass man sagt, ich und das ist so, das rein Künstlerische ist zum Beispiel dieses, ich muss mich ausdrücken und mir ist, dieses rein Künstlerische ist sogar manchmal, wenn die Leute es scheiße finden, das finde ich sogar noch gut. Also dieses so, ich muss es einfach machen und dann stelle ich das raus in die Welt und das ist mein Ausdruck und dann gehe ich zum Nächsten. Ich bin auch dafür, um zum Beispiel nur Künstler zu sein, ich bin auch ein bisschen Entertainer, das heißt, dass ich was mache und ich will eigentlich geliebt werden und ich will, dass die Leute das gut finden. Also ich will was machen und ich will die lächeln sehen und so. Also da bin ich sehr, das ist sehr Entertainer-mäßig. Und ich bin aber auch ein Craftsman, der halt sagt, ich habe kein Problem damit, wenn ich einen guten Stuhl baue und der ist gut, dann baue ich den 10-mal nochmal, wenn Leute damit was anfangen können. Und das sind so die drei Sachen, die ich so ein bisschen habe. Und beim Unterrichten ist es so, dass da viel Stuhlbauen und Entertainer auch dabei ist, weil es einfach so ein paar Sachen gibt, wo ich weiß, das wird denen jetzt helfen. Und ich mir wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das denn ausdrücken kann, sodass es, dass die Leute das verstehen. Und da habe ich halt über die Jahrzehnte jetzt, muss man ja schon sagen, der Bart wird schon grau, habe ich einfach Wege gefunden zu sagen, also ich erkläre das und dann gucke ich teilweise in leere Gesichter und merke, nee, also das muss ich anders erklären. Und das kommt dann wahrscheinlich so rüber, als hätte ich eine gute Ausstrahlung, ja. Aber das ist Handwerk, glaube ich, so ein bisschen. Und ständig abwägen, so, okay, wie finde ich einen besseren Weg, das jetzt irgendwie beizubringen und dass er hoffentlich am Schluss, dass jeder Bescheid weiß. Und sorry, ich bin nicht gut mit Komplimenten. Aber es ist ein bisschen schon so wie Marketing. Du versuchst natürlich, aber auch bei uns, immer dasselbe rüberzubringen. Ja, weil du hast natürlich eine Identität, die du versuchst zu vermitteln, ja, auch du als Musiker, und musst dann natürlich immer die gleiche Identität rüberbringen, aber es soll halt jeden Tag auch ein bisschen spontan klingen. Mhm. So. Und damit kann man ja auch Spaß haben, also ja. Wo man sagt, ich wandle das jetzt ein bisschen ab, um mir jetzt so einen frischen Approach dazu geben. Und es ist natürlich auch nicht immer das Gleiche. Also man dealt trotzdem mit Leuten, mit Menschen, mit Individuen. Da kommt es eben alles zusammen, dieses Improvisationsding, wo wir darüber gesprochen haben, dieser Handwerkspart. Weil wenn ich nur improvisieren würde, dann hätte ich nicht das Fundament, was die dann auch wirklich wollen. Rick Rubin hat erst neulich mal gesagt, man dient eigentlich dem Publikum am besten, wenn man sie ignoriert. Ne? Also manchmal ist es auch gut zu sagen, ich möchte das jetzt, dass das so ist. Ich glaube daran, dass das eine gute Sache ist, ob das im Design ist oder in einer Musikidee oder und dann manchmal wussten die Leute tatsächlich gar nicht, dass sie das so toll finden am Anfang und sind dann positiv überrascht. Das gibt es natürlich auch. Dieses Ding, manchmal muss man sich einfach trauen und mach's einfach, wenn's Bock drauf hast. Das wird schon. Ja. Jetzt wollen ja Fortes und Benny Greb eine gemeinsame Sprache sprechen nach draußen. Jupp, warum ist denn Benny der perfekte Partner für euch? Warum bin ich eigentlich der perfekte Partner für euch? Das ist eigentlich relativ einfach auf den Punkt gebracht. Ja? Er ist ein Uhrenenthusiast. Ja? So wie ich ihn jetzt wieder kennengelernt habe, weiß ich, er mag Uhren. Ja, und wir brauchen Leute, die die Uhren für uns beanspruchen, weil wir einfach Toolwatches machen, Uhren, die was aushalten. Und von dem Sinne ist die Partnerschaft eigentlich perfekt. Wie wird die Uhr beansprucht beim Schlagzeugen? Ich muss noch was beifügen. Was mich total fasziniert und was ich beifügen würde gerne ist, dass es für mich eine Uhr
einfach noch mehr, ich finde es von der Metapher her interessant, weil mein Job ist halt in der Musik eigentlich, ein Drummers Job ist Timekeeper zu sein, die Zeit einzuteilen, nicht schneller, nicht langsamer zu werden. Mhm. So ist, wenn man da zu viel irgendwie macht, dann kann es die Spannung des Stücks einfach zerstören. Und die ganz praktische Art ist auch mal fernab vom Schlagzeug ist, dass ich wahnsinnig viel reisen muss. Und immer pünktlich sein muss die ganze Zeit. Ich habe in der Pandemie gemerkt, wie sehr mich das gestresst hat, weil ich das plötzlich nicht mehr machen musste. Ich habe die ganze Zeit geträumt, ich komme zu spät zum Flieger. Oder man muss die ganze Zeit irgendwie, und andauernd verändert sich was. Andauernd ist so, jetzt nochmal Timeout, halbe Stunde, jetzt nochmal in 8 Minuten und so. Ich habe jetzt neulich bei dieser Seth Meyers Show, Late Night Show in New York gespielt und so. Das ist alles minütlich irgendwie getaktet und das ist wahnsinnig teuer, wenn jemand da irgendwie aus der Reihe tanzt, timingmäßig. Also beim Spielen, aber auch beim, hey, you gotta show up at dress rehearsal, you gotta show up hier und so. Und deswegen ist, wie gesagt, dieses Metaphernbild, ich finde das schon faszinierend an sich, finde das Handwerkliche faszinierend, aber tatsächlich rein der praktische Wert von einer Armbanduhr. Für dein Jobmanagement auf Deutsch. Absolut. Weil es ist ja nicht nur Spielen, es ist ja eben auch, wie du sagst, von Termin zu Termin und ich muss pünktlich hier und jetzt hast du wieder Pause, jetzt musst du wieder weiter. Und das letzte Thema ist Entschleunigung tatsächlich, weil ich immer mehr merke, dass ich will hygienischer mit meinen Gedanken umgehen und ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich eben auf die Uhr gucken muss, mein Handy rausziehen. Und das ist wirklich was mich sonst plagt, wenn die Uhr, also wenn das Handy quasi, wo alle Informationen zusammenkommen, alle Nachrichten zusammenkommen, aber auch alle Werbung, alle Leute, die meine Aufmerksamkeit wollen, ob ich die ihnen geben will oder nicht, dass die dann in dem Moment, wenn ich auf die Uhr schauen möchte, Zugang zu mir haben, das möchte ich nicht. Also ich möchte ein analoges Werkzeug haben, was off the grid ist, was mir da dient. Und deswegen bin ich wirklich Uhrenenthusiast und ich mag kein Bling-Bling. Deswegen ist Fortis für mich einfach auch ein gutes Pairing, genau. Weil es einfach so ein bisschen dieses, was ich auch für mich so ein bisschen versuche in Anspruch zu nehmen, diese No-Bullshit-Mentalität, das finde ich sehr ansprechend. Und du bist ja wirklich handwerklich, also mega begabt. Du baust ja sogar deine Sticks. Ich bin schon wieder begabt. Ich habe versucht, ihm das auszudrücken. Muss ich sagen, also ich meine, du baust deine Sticks selbst. Also wenn ich jetzt ein Stück Holz nehme, ich kann es klein machen, aber das war es auch schon. Ist ja dann für euch auch super spannend, weil ihr habt ja immer auch mit euren Partnern auch diesen sehr fachlichen Austausch. Ja, also könnt ihr das noch verbessern? Das wäre doch sinnvoll. Also die Menge an Produkte, die er schon entwickelt hat, hat mich wirklich umgehauen, weil das war mir so gar nicht bewusst. Als ich mir mal Kontakt aufgenommen habe, habe ich mir gesagt, so, boah, der hat ja echt schon alles gemacht, so ungefähr. Nee, das ist ja logisch. Also wir machen ja nicht mit irgendwelchen Partnern Werbung nur und hier trag die Uhr und stell dich mal ins Bild. Das machen wir nicht, weißt du. Das mache ich so. Auch nicht. Nee, genau, das hat mir übrigens am besten gefallen, so beim ersten Gespräch. Ich habe gesagt, seine Grundvoraussetzung ist, dass er vorbeikommt. Und wenn ihm das Zeug nicht gefällt oder ihm nicht gefällt, wie wir arbeiten, dann wird das nicht. Dann sage ich, danke, das sind genau die Leute, die wir wollen. So, und wir sind mit allen unseren Partnern im Austausch, weil ich will Feedback. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn er einfach nur um des Vertrags willen, sage ich mal, diese Uhr trägt, sondern er soll schon Bock drauf haben. Und dann darf er auch gerne mitreden, wenn er Ideen hat. Also auf jeden Fall. Feedback geben, mitentwickeln und wer weiß, vielleicht machen wir ja nochmal was Eigenständiges. Wo kommt bei dir die Faszination für Uhren her? Wie gesagt, das ist Timing. Ich bin Timekeeper in der Band, ich muss das Tempo halten, ich mag ein analoges Messinstrument, dass ich mein Handy nicht bedienen muss und nicht zugänglich sein muss für Nachrichten. Ich glaube, dass wir einfach auch emotionsgesteuerte Menschen sind, oder? Am Schluss. Ja. Also es geht um Emotionen. Ja. Das hast du ja vorhin wunderbar gesagt, die Musik ist pure Emotion und Uhren sind letztendlich, wenn du es möglichst aufs Wesentliche reduzierst, auch Emotionen. Ja. Ja, man hört euch beiden gerne zu. Man merkt, dass ihr in euren Welten schon sehr inspirativ und auch sehr schon fast. Fällt mir übrigens am besten, weil es ja nicht so ist, dass er was macht, was er toll findet, ich was mache, was er toll findet. Wir finden beide Sachen toll. Ja. So wie beide Schlagzeug und Uhren ist toll. Ja. Springen wir nochmal an den Tag zurück, wo ihr euch begegnet seid. Also wenn du jetzt siehst, was aus Benny geworden ist, unterschiedlich jetzt mal die Voraussetzungen.
Hättest du dir vorstellen können, auch so einen Weg einzuschlagen? Dass ja, also ein bisschen neidisch ist man natürlich schon. Ich meine, ich sage es ja ganz offen, ich habe es auch immer offen zugegeben, es war ein Traum damals, Profimusiker zu werden. Natürlich wäre ich am liebsten mit meiner Band irgendwie groß durchgestartet, was halt nie geklappt hat. Aber man muss halt auch irgendwann ehrlich zu sich sein und merken, reicht nicht. Das Niveau wirst du niemals erreichen für das, was da gefordert wird. So, und da kannst du noch so viel üben und üben. Und wenn es dann halt fehlt, dann lass es beim Hobby und dann lass es sein. Und das war bei mir irgendwann mal die Entscheidung. Aber natürlich schaue ich mir gerne sowas an. Also ich freue mich immer wahnsinnig für Menschen, die ich schätze. Und das hat mir auch damals, ich glaube, wir haben uns sogar mal 1-2 Jahre später in einem Musikgeschäft getroffen, wo du dann schon deinen eigenen Drum-Workshop gemacht hast. Mm. Das war ganz kurz, da habe ich gerade was eingekauft so, und du bist gerade angereist. Und ich sage, ach, du bist doch der Benni, wir haben doch mal damals. Und dann, das hat mich richtig gefreut, dass der jetzt Erfolg hat. Also ich fand das einfach, also ich gönne es ihm von absolut, aber natürlich ist man auch irgendwo ein bisschen neidisch, gell? Du hast mal im Interview gesagt, das fand ich ganz nett, weil du hast ja, wenn man jetzt also Drum-Solo bei YouTube eingibt, dann kommt man sehr schnell bei dir raus. Mhm. Und du hast Millionen Klicks auf deinen Videos, bist wirklich ein Superstar. Also man kennt dich auf der ganzen Welt, auch bei deinem Drumcamp. Ich weiß, Komplimente. Das ist schwer zu ertragen. Hier war eine sehr große internationale Teilnehmerschaft. Und trotzdem hast du mal im Interview gesagt, es ist so angenehm, dass du beim Bäcker nicht erkannt wirst. Ja, das finde ich schon. Also ich kann mit meinem Sohn im normalen Stadtleben, werde ich genauso unfreundlich behandelt in Berlin wie jeder andere auch oder in Hamburg. Und aber wenn ich eben dann in bestimmte Kontexte komme, also eine Musikmesse oder ein Musikfestival oder auch ein Schlagzeuggeschäft oder sowas, dann ist das ja. Und das ist wirklich eine sehr angenehme Art von Bekanntheitsgrad, finde ich. Also weil ich wirklich in jedem Land eben so ein paar Leute erreicht, die sich wirklich dafür extrem interessieren und für die das auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und dass es aber ganz viele gibt, die damit einfach nichts am Hut haben. Und das finde ich total super, weil ich habe nämlich mit vielen Sachen auch überhaupt nichts am Hut. Und ich hätte keine Lust. Also ich weiß, wenn mich jemand kennt und schätzt, dann habe ich schon mal eine Verbindung mit dem, weil der interessiert sich dann wirklich auch für das, was ich glaube, es ist mit Uhrenenthusiasten ja genauso. Ne? Also das ist einfach auch, da gibt es so eine bestimmte Szene und die wissen dann auch, was los ist. Ne? Und das macht auch Spaß. Das, also wenn man ab und zu erkannt wird, geht das natürlich runter wie Öl. Ja. So. Aber auch das verbindet euch. Ja logisch. Ne? Also wobei ich bin ja auch eigentlich immer ein Mann im Hintergrund gewesen, auch als Unternehmer. Ich war 20 Jahre lang, man kannte meinen Namen, aber sehen tust du mich relativ selten so. Das hat sich jetzt durch die Fortis gewandelt, weil es halt notwendig war. Aber ja, blöd sagst, jetzt mit dem Interview ich jetzt. Ich weiß das noch, dass du damals, man genießt es, wenn man im Hintergrund ist, aber wenn du ein Konzert spielst und alle total euphorisch sind und es super finden und die ganze Band geht an die Bar und als Schlagzeuger wirst du dann gefragt, gehörst du auch zur Band? Dann ärgerst du dich schon. Oh Gott. Also, Schlagzeuger sind ja die im Hintergrund, die nimmt keiner wahr. Da siehst du irgendwie so ein paar Hände. Aber so wirklich als Person schauen sie halt nur auf die Gitarristen und die Sänger und der Schlagzeuger bleibt halt im Hintergrund. Aber ihr zwei vielleicht gemeinsam im Space Container, so eine kleine Deutschland-Tour? Könnte oder? Lustig sein, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir ein bisschen Platz auch schaffen, oder im Container? Ja, zwei Drumsets stehen. Noch rausbauen. Ja, genau. Dieser Effekt, den du ansprichst, ist auch, glaube ich, verantwortlich für diese tighte Drummer-Szene. Also meine Theorie ist, dass tatsächlich, Schlagzeuger wird man ja nicht, weil man jetzt gerne vorne steht mit wehendem Haar. Mhm. Naja, aber die Zeiten sind auch vorbei. Ja. Aber also wer wirklich im Rampenlicht stehen will, als alleine wer vorne stehen möchte, und ich glaube, das ist eine Mentalitätsgeschichte auch, ne? Der wird Sänger und Solo-Gitarrist oder wie man das auch immer nennen möchte. Und Schlagzeuger werden im Grunde, das ist schon so ein spezieller Menschenschlag, das werden Leute, die Diplomaten sind, Community-Leute sind und so, und die den Laden zusammenhalten. Die haben immer das Auto, die fahren immer alle, die haben den Proberaum meistens. Und deswegen bauen die sich, und die bauen auch einfach so eine Community um sich rum. Und ich glaube, deswegen ist die Drum-Community auch wirklich eine, die den Namen Community verdient, weil
weil wir untereinander auch Ideen austauschen und Sachen teilen. Es gibt ja auch diese Stereotypen, der Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger. Ja, also es ist eine eigene Mentalität. Und am Schluss heißt es ja auch immer, Musiker und Schlagzeuger, bitte auf die Bühne. Also wir sind einfach anders. Es gibt diese unglaubliche Sache, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sieht aus wie so ein Tischtennisschläger, für Gitarristen mit so einem Klettverschluss, das heißt Lickblocker. Und es ist dafür da, dass man sich das ums Handgelenk macht, das ist dann so vor der Hand, damit die anderen Leute nicht kopieren können, was man spielt. Nein. Ich kenne das von den Fußballern, die dann immer die Hand vor den Mund nehmen, damit man nicht also Lippenleser, nicht sehen, okay, was erzählen sich jetzt gerade? Nee, also Schlagzeuger sind Menschen, die sich austauschen. Ja. Also das hast du auch auf diesen Drumcamps immer gemerkt. Du redest, wie machst denn du das? Was Festivals, ist denn du? Was ist denn dein Lieblingslick? Was ist dein Lieblingsgroove? Oh, zeig mal, wie geht denn der? Weißt du, das war immer ein Austausch. Das ist auch auf Festivals, ne? Da spielen mehrere Bands irgendwie, sind auf einem Festival. Die Drummer sitzen manchmal zusammen mit einem Pad oder unterhalten sich und so. Das ist schon. Gitarristen sitzen einsam im Proberaum und üben und der Bassist sitzt in der Bar. Das ist noch im Hotel. Ich will zum Abschluss ein Bild aufgreifen, das mit der Band und der Fortis. Benny, was wäre denn die Fortis für eine Band? Also welche Musikrichtung? Das ist schwierig. Das habe ich mir auch noch nie überlegt. Ich möchte es mit einer Band nicht vergleichen, aber mit einer bestimmten Band jetzt. Weil jeder hat andere Assoziationen zu unterschiedlichen Musikstilen. Aber von der Musikgattung her, eher Heavy Metal, eher Schlager, eher... Wenn ich ein bisschen rumsurfen kann und darf um die Frage, was ich viel bemerkenswerter finde und was ich gemerkt habe bei meinem Besuch und was mir auch sehr wichtig war, dass es eben eine Band ist. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Bandleader, der Leute engagiert. Das gibt es in Firmen natürlich auch. Da gibt es irgendwie einen Typen, der sagt, so wird es gemacht. Und die anderen sagen, na gut. Genau. Und dann wird aber auch teilweise entstehen Spannungen, weil jemand sagt, so wird es gemacht. Und die anderen ziehen eigentlich nicht wirklich mit und bringen dadurch aber auch nicht die maximale Leistung. Das gibt es in Bands auch. Ne? Also jemand sagt, ich bezahle euch und jetzt macht das mal. Und dann spielen die aber nicht so geil. Die machen ihren Job, aber die machen vielleicht auch nur das Nötigste. Und allein diese Prinzipien, die ihr da habt und diese Prinzipientreue, das hat mich beeindruckt, dass man sagt, hey, weißt du was, jeder wirft hier Ideen ein, jeder darf überall so ein bisschen mitmischen. Es gibt natürlich Kompetenzen, Leute, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, aber niemand ist eigentlich geschützt von, ey, warum denn eigentlich und bla und Austausch. Und selbst Cheffe sagt irgendwie, mein Gott, ich beuge mich da hier der Demokratie so ein bisschen und so. Das finde ich schon, ist ein Führungsstil, wenn man es überhaupt noch so nennen will, der schon auch ein bestimmtes Ergebnis rausbringt und der auch eine bestimmte Stimmung in der Firma schafft. Und ich stehe total auf Bands und ich stehe total auf diesen Style. Und also deswegen, eine bestimmte Band weiß ich nicht, weil zum Beispiel stehe ich total auf The Police, aber die haben sich nicht so gut verstanden. also manchmal kommen natürlich auch Unterschiede, aber deswegen sind sie auch nicht zusammengeblieben. Ne? Also das ist immer so das Ding, manchmal kannst du auch was erzwingen für eine Zeit lang und dann irgendwann geht's halt immer. Ich lese gerade ein Buch über die Sex Pistols, also vom Gitarristen, seine Biografie. Ja. Und das war eigentlich auch zusammengewürfelt. So, die haben irgendwie es geschafft, 2 Jahre volle Energie zu machen, aber in Wahrheit gab es sie nur 2 Jahre. Ja. Ich meine, selbst die Beatles haben nur ein paar Alben gemacht und dann war es das. Ne? Ja, also, genau. Die haben gereicht, ne? Bis heute. Ja, aber ich meine. Schau dir Bands wie AC/DC an, die sich von klein auf kennen, die gibt es heute noch. Ja. Ja, und die Fortis hat natürlich auch ein bisschen eine längere Geschichte. Ne? Ja, ein bisschen länger, genau. Wir wollen ja auch lange durchhalten. Also für mich seid ihr eine Punkrock-Band. So. Ja, ein bisschen ist schon. Die Punker der hat auch, also er hat schon recht, jeder hat seine eigene Assoziation zu diesen Dingen. Ich sehe die Klinge, ich bin halt mit Punkrock aufgewachsen, deswegen sehe ich es anders. Ich sehe da jetzt nicht den Typ mit Irokesenschnitt, der irgendwie mit Bierdosen in der Stadt rumläuft. Da gibt es schon noch ein bisschen mehr dahinter, sondern eher immer so, hinterfrag mal, machen wir es anders. Mhm. Ja, der Mut halt, ne? Ja. Finde ich gut. Vielen Dank, ihr beiden. Ey, danke euch. Danke, cool. Ich habe viel gelernt. Spaß gemacht. War wirklich ein tolles Gespräch, auch euch beide jetzt mal hier zusammenzubringen und ich freue mich auf all das, was kommt zwischen Benny Greb und der Fortis. Bin ich auch gespannt. Es war auch toll, euch hier zu haben und ich muss nochmal sagen, dass überhaupt einfach eine Firma von eurem Standing irgendwie sagt, wir nehmen uns den Trommler. Wirklich, also ihr habt bestimmt mein Herz und das von vielen Trommlern und vielleicht noch von ein paar anderen, die sich dafür interessieren. Vielleicht findet man noch mehr davon. Ja. Cool.
Dann genießen wir noch ein bisschen die Sonne. Danke. Und wenn euch der Kanal von Benny Greb gefällt, also wenn ihr auch mal Drum-Solos sehen wollt, ihr seid nicht die Ersten, sage ich im Vorfeld, da sind schon sehr, sehr viele Leute auf Benny gestoßen, dann lasst für Benny ein Abo da. Und wenn ihr den Fortes-Content weiterhin bestaunen wollt, dann lasst auch da ein Abo da und ihr seid bestens aufgestellt.